Erziehungsgeld, Erziehungsurlaub. Das waren alles nicht die Sozialdemokraten, liebe Freundinnen und Freunde. Das waren CDU, CSU geführte Bundesregierungen, die das eingeführt haben. Ebenso wie den ersten Mindestlohn und das Elterngeld. Das waren wir und wir können verdammt stolz darauf sein, dass wir diesen Sozialstaat Bundesrepublik Deutschland so geprägt haben bis heute. Und auch die Weichenstellung in der Umweltpolitik, in der Klimapolitik. Sie sind davon abhängig, dass wir als Volkswirtschaft alles leisten können und vor allem, dass die Menschen in unserem Land diesen Weg mitgehen. Wir brauchen in der Umweltpolitik von der Ampel übrigens ebenfalls keine Belehrungen erteilen lassen. Die großen umwelt- und klimapolitischen Weichenstellungen, die es in Deutschland in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, die tragen ebenfalls unsere Handschrift. Ich erlaube mir nur daran zu erinnern, dass das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz ist von uns eingerichtet worden, der CDU. Wir sind Erfinder der Kreislaufwirtschaft. Und wir sagen, auch die soziale Marktwirtschaft bleibt ein Modell für die große Aufgabe, unser Leben und Wirtschaften klimaneutral und umweltfreundlich zu gestalten. Auch da vertrauen wir den Instrumenten der marktwirtschaftlichen Ordnung. Wir sagen das. So sagen wir es ja auch seit dem letzten Jahr und unserer Klausurtagung des Bundesvorstandes in Weimar. Wir denken Wirtschaftspolitik, Energiepolitik und Klimaschutz zusammen. Wir betrachten diese Themen als Einheit und nicht als Gegensätze. Liebe Freunde, wir haben den Folgen des Klimawandels. Den begegnen wir ja auch nicht so weit entfernt auf der Welt. Wir begegnen dem Klimawandel und seinen Folgen jeden Tag, auch bei uns, hier im Land. Bei mir zu Hause, in vielen Teilen des Landes, ist es zum Beispiel der Borkenkäfer. Und die lange Trockenheit und die hohen Temperaturen, die dazu führen, dass unsere Wälder stark beschädigt sind. Wir sehen Starkregen und Überschwemmungen in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen und in Sachsen-Anhalt. Vor 3 Jahren die katastrophalen Überschwemmungen an der Ahr und vielen weiteren Regionen unseres Landes mit geradezu katastrophalen Auswirkungen und insgesamt über 180 Toten. Auf diesen Klimawandel müssen wir eine Antwort haben. Wir haben diese Antwort mit einem umfassenden wirtschaftspolitischen, energiepolitischen und umweltpolitischen Konzept, das wiederum den Betrieben und den privaten Haushalten richtige Anreize gibt, vernünftige Anreize gibt, das Richtige zu tun. Ich will es noch etwas deutlicher sagen. Unsere Umweltpolitik ist das Gegenteil von dem, was die Ampel versucht durchzusetzen. Sie ist vor allem das Gegenteil dessen, was die Grünen in der Umweltpolitik wollen und tun. Wir wollen nicht regulieren, dirigieren, bevormunden und von oben herab den Menschen sagen, was sie zu tun haben. Wir wollen gute Rahmenbedingungen schaffen, Ziele formulieren, Grenzwerte festlegen, aber es dann auch den Ingenieurinnen und Ingenieuren, den Erfindern, den Unternehmerinnen und den Unternehmen und den Forschungseinrichtungen in unserem Land überlassen, wie wir dieses gemeinsam formulierte Ziel erreichen.